Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hero Park. Es ist 6 Tage her, seitdem ich aufgenommen habe. Habe jeden Tag fleißig natürlich meine Energie rausgehauen, zumindest einmal am Tag Minimum. Tägliche Kisten geöffnet, tägliche Missionen gemacht und wir werden natürlich die 6 Kisten jetzt zusammen eröffnen. Ja, vielleicht finden wir was Neues. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche neuen Einheiten bekommen habe, die ganzen normalen Kisten. Oh, Dorothea. Nimm ihren Segen, edler Reisender, falls du ein Mensch bist, ansonsten verzieh dich. Ist aber voll gemein. Einige Kisten habe ich halt immer aufgemacht, die ganz normalen braunen Kisten. Die waren halt nicht der Rede wert, von uns geöffnet zu werden, ja. Schwägerin der was? Der Drache, das hat man schon. Professor Gormum. Er ist so klug, dass er andere Oger ausbilden kann. Und Niam Niam, legendär. Niam Niam kommt aus einem fernen Land, seine Speisen und Tränke sind anders, aber lecker und teurer. Das starke Wurzel essen macht streitlustig. 25% Chance, dass ein Held nach dem Verzehr kämpfen will. Nam 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 nam. Wie viele davon? 2 Stück, na gut. Vielleicht kriegen wir noch ein paar von ihm. Mustafa, hatte ich den schon? Beides auf Stufe 1. Wahrscheinlich hat man den noch nicht gehabt. Zumindest in der letzten Folge. Er kauft die Fernost, um Kostbarkeiten aus dem Orient zu verkaufen. Leider kann keiner der Händler einen Teppich gebrauchen. Im Service ist er trotzdem großartig. Schwägerin der Drachen. Na, wird langsam, wird langsam. Mit den ganzen Einheiten. Langsam haben wir gefühlt fast alle. Und jetzt noch die Platinkiste. Mit mindestens 14.000 Gold, glaube ich. Also 16.000. Hat man den schon? Ja, 4 bis 6 hat man schon, okay. Humpelbein. Köstlich. So, wir haben hier einmal die nächste Kiste auf Goldniveau. Lasse Helden 9-mal trainieren. Das heißt, wir brauchen 9 Charakter. Wir haben 20 Energie. Kostenlos heute 10 Energie bekommen vom Einhorn. Wir gehen mal auf Max Profit. 457.000 Gold haben wir mittlerweile auch. Das ist schon extrem viel. Ich liebe diesen Sound, wirklich, das ist so gut. Das heißt, wir können... Wow, wir können so oft unsere Helden Maximum machen. Oh, wir können ja maximal 18 Helden gerade. Level ab Level 20 haben wir dann... Oh, das Dorf ist voll, das heißt, wir werden mal die Kiste starten. Genauso wie wir das starten werden. Verdiene mit Tränken so viel Gold wie möglich. Ja, und lass ja halt nochmal trainieren. Das heißt, wir müssen hier ganz viel Trainings reinpacken, das ist aber okay. Und hier auch, wunderbar. Gut, alles ist offen, alles ist voll. Und wir können hier natürlich weiter verbessern. 5 bis 10, jetzt brauche ich ja schon 5 Stück davon. Ich glaube, der ist nicht neu. Der braucht Mana-Trinker scheinbar. Ebenfalls Mana-Tränke. Top-Bonus. 10.000 AP. Ich glaube, die geht wirklich nicht weiter. 440, oder? Weiter geht es nicht. Hier ist also Stillstand. Das ist ganz cool. Wir fahren jetzt mal noch einmal höher. Stufe 1, 24 Gold. Das heißt, wir müssen den hier austauschen. Ne, nicht hier. Hier unten. Auf Level... Ah, okay. Dritter Platz für Personal, das ist gut, das brauche ich. Das heißt, das Fleisch werden wir hier austauschen. Einmal hier reinmachen und das hier. Alle Hände bekommen Appetit auf frisches Fleisch. Das ist ein aktivierbarer Skill, ne? Das war das, was ich hier schon hatte. So, dritter Slot für Personal brauche ich. Oh, ich habe Maximum Slots. Hier geht's noch weiter. 40.000 Gold, da kann man jetzt nämlich den hier reinsetzen. Dann nehmen wir statt diesem Fleisch, nehmen wir natürlich das hier. Bisschen viel vielleicht. So, das wird aufgehoben, das wird aufgehoben, das wird aufgehoben. Ich glaube, das wird sogar automatisch gar nicht verwendet. So, dann das hier. Wunderbar. Stufe 16 erreicht, eine neue Glücksfee. Sie stellt Glücksbringer in Form von Ringen und Amuletten für die Helden her. Wichtig ist, dass man daran glaubt, sonst wirkt es nicht. Die Helden haben wirklich Glück, sie finden ein paar süße Goldmünzen in ihrem Gepäck. Aha. Magisches Amulett und magischer Ring. Interessant. Will haben.
Neu ab dieser Stufe, Ludmilla und der düstere Palast. Ich bin so aufgeregt, die könnte nicht das neue Dungeon eröffnen. Ja, die kommen zu Oka, beschweren sich schon die ganze Zeit, dass die Untoten das bessere Dungeon haben. Ob die sich wohl mit den Feuerspeien, Drachen und Dämonen verstehen? Das wird schon. Im schlimmsten Fall können wir demnächst ein köstliches Barbecue anbieten. Wie sieht es hier aus? Null. Keiner trainiert. Okay. Ansonsten müssen wir die Quest tauschen, das ist auch in Ordnung. Wenn keiner trainieren möchte. So, habe ich die eigentlich bekommen? Die Glücksfee, man bekommt die Glücksfee automatisch immer. Smuckstücke. Aber wo muss ich die einsetzen? Im Magieladen. Der Magieladen ist das hier, ja? Oder wie? Tatsächlich. Wir haben Rot, habe ich bei Merlin. Okay, das heißt, ich kann die hier eintauschen. Ah ja, mehr Gold. Wie viel bringt das? 60 und das hier? Auch eine 50. Aber sehr, sehr schnell erstellt. Gut, keiner trainiert scheinbar. Na doch, einer hat mal trainiert. Wow. Doch so viele. Oh, voll ruckelig gerade. Fühlt sich das an? So, wir machen mal weiter. Ja, wir nehmen das bessere Fleisch, wa? Schon okay. Wir haben hier das ordentlich aufgeboostet. Helden haben genug Platz. Wir können hier tatsächlich sogar, da das schneller gemacht wird, machen wir hier das Gold. Immerhin, 7 Stück mehr. Okay, dann 9 wird wahrscheinlich nichts werden. Das heißt, wir werden die mal austauschen. ...28 Zombies, das heißt, wir müssen mal alles andere schließen. Ah doch, hier muss ich hin, oder kann ich hier Zombies? Hier gehen auch Zombies. Muss ich dummerweise alle Gorbos wegschicken. Aber es ist dann halt so. Löschen, löschen, löschen. Was waren es gewesen? Zombies oder Skelette? Zombies. Das sind Zombies? Nee, Zombies habe ich gar nicht. Zombies werden gar nicht gecraftet. Ist ja dreist. So, Gobo weg. Dings weg. Dann werden wir erstmal neu reinhauen in mein Dorf. Ah, verklickt. Sowas aber auch. 1000 Unit, das ist so krass. 2000 Gold pro Unit, das ist schon übel. Gefällt mir sehr gut. Können wir noch einmal? Ja. So. Zombies. Komm, machen wir noch ein paar hier. Können wir hier noch ein bisschen was aufrüsten? Ein paar mehr Zombies. Wir müssen gleich sowieso mal irgendwie unser Gold weiter ausgeben. Ich habe nämlich noch so viel. So, ihr dürft also nur die Zombies besiegen. Los geht's. Quest starten. Alle wollen kämpfen. Ah, 50 Gold weniger. Nun gut, wir haben 300.000 Gold. 363.000 noch. Schwierig. Schloss erst ab 20 verfügbar. Was machen wir denn, Leute? Was machen wir denn? Alle Gegenstände werden 20% Steine hergestellt. 50% sogar. Aber selbstverständlich. Ich kann ein bisschen ein paar Slots reinpacken, um hier sowas zu machen. Aber es geht schnell. Wird schon echt schnell produziert. So, wir haben die Quest abgeschlossen. Tagesquest. Rang 43. Wir kriegen dadurch diese Kiste plus den Ork, diesen Helden. Ja. Oh oh. Können wir ein paar Slots reinpacken.
Und diesen Helden können wir verwenden, den in den Dungeon zu packen. Der ist einfach sehr stark. Und die Kinder hat eine große Belohnung. Na, wollen wir uns den hier angucken. Na, zeigt er mir nichts an? Nö. Guck mal gleich, sobald die fertig sind. Können wir hier mal die Finger reinpacken. 13 von 28, das ist schon mal super. So, was mache ich sonst mit meinem Gold? Mal dieses hier verbessern. Ist immer noch mehr. Alter Schwede. Gut. Doppelte Segnungen. Du bereitest zwei Segnungen auf einmal vor. Das ist ja super. Hypochonder ab Tempelstufe 8. Das geht ja noch weiter und weiter. Und was seht ihr das? Jetzt mache ich mal zwei gleichzeitig. Dachte ich. Zwei Segnungen. Okay, das ist keine Heilung. Zwei Segnungen wäre hier ganz praktisch. Das ist eine Segnung, ne? Müssen wir also hier auch noch verbessern. Für das Gold. Wie viel brauche ich noch? 20.000. Ist aber teuer. Meine Güte. Und nochmal für 60.000 Gold. Zack, jetzt haben wir zwei Segnungen. Oder auch nicht. Oder ist es zwei verschiedene Segnungen? Eigentlich nicht, wa? Naja. Wie keine Segnung? Naja, gut. Scheiße, ne? Ist halt so. Zombies sind noch nicht fertig. Wir haben noch 2 Minuten für 6 Zombies. Müssen wir noch ein paar anlocken. Mit ein bisschen vollen Geldbeuteln. Und 1700 Gold und 1700 Gold, ja, 4000 Gold. Alle Tränke werden 50% schneller hergestellt für 20.000 Gold. Gehen wir hin, mal. Genau, ich werde es wieder durchspielen, oder wir machen wahrscheinlich gleich noch eine Folge. Wir haben nämlich noch 19 Energie. Und dann werden wir wahrscheinlich hier einfach noch... Warum hat der eigentlich nicht gut? Machen wir einen so einen weg, dann machen wir einen hier einen hin. Dann machen wir ohne mich den Dingensen weg. Dafür machen wir eine Armbrust noch dazu. Na, weil hier oben verkaufe ich keine Äxte mehr, die verkaufe ich hier unten. Gold. So, und erledigt. Quest abschließen. Auf zur nächsten. Das 19. Monster aus Stein von den Helden besiegen. Aus Stein. Ist leider nicht hier möglich. Aus Stein wäre hier. Schließen wir die Tore hiervon. Das ist eigentlich ein Monster aus Stein, ne? Das heißt, ihr dürft derzeit nur die angreifen. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann weiter. Wir haben noch eine ganze Menge Energie rauszuhauen, die wir hier natürlich nächste Folge machen. Und bis dahin würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.